Renditebetrachtung in München, wenn Sie was kaufen, die kann man eigentlich relativ vergessen. Die ist vielleicht auf dem Papier zu rechnen zwischen 1,5 und 2%. Aber am Ende des Tages, wenn Sie sich nicht in die Tasche lügen und ehrlich rechnen, ist dann eine Rendite ja nur in Idealvoraussetzungen noch zu erwirtschaften. Ich bin jetzt seit 30 Jahren, über 30 Jahre in der Immobilienbranche aktiv und ich glaube, es gab noch kein Jahr hier in München, wo nicht in der Zeitung stand, dass die Mieten zu hoch sind. Also die Mieten waren immer schon gefühlt zu hoch. Wir setzen schon seit einigen Jahren voll auf Transparenz, weil wir es uns leisten können. Das ist der Immobilieros-Podcast von W&R Immocom. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Und Yvette Wagner. Thomas Aigner ist seit über 30 Jahren im Geschäft, fast schon eine Legende und, wie er selbst so schön sagt, der Maßstab unter den Münchner Maklern im Bereich Wohnen. Das gilt für Anzahl der Mitarbeiter und Umsatz, aber genauso auch für die ungewöhnliche Transparenz, die bis zur Anzahl und Art der Notartermine im Monat reicht, zu lesen auf seiner Website. Wenige also kennen den Münchner Markt wie er und der wiederum hat es in sich. Man ist ja einiges gewohnt in deutschen Metropolen, aber Münchner Preise sind eben doch speziell. Und je mehr man Thomas Aigner zuhört, desto mehr bekommt man das Gefühl, München werden wir tendenziell irgendwann in allen prosperierenden Ballungsräumen haben. Wie die Preise nun tatsächlich sind, was die einzige Lösung für die Münchner Probleme wäre, warum Thomas Aigner überhaupt Makler geworden ist, das alles nun im folgenden Gespräch. Viel Spaß. Herr Aigner, Sie sind einer der intimsten Marktkenner des Münchner Immobilienmarktes. Sie geben einen eigenen Marktbericht heraus. Wir alle wissen, dass der Münchner Markt teuer ist, klar. Aber was heißt das konkret? Wie sehen die Preise aus in den einzelnen Kategorien? Also sagen wir mal, fangen wir mit den Eigentumswohnungen an. Wie viel muss ich auf den Tisch legen? In der guten Lage, im Lehel zum Beispiel. Ja gut, also das Lehel ist natürlich eine innerstädtische Bestlage, die natürlich das extrem darstellt am Münchner Immobilienmarkt. Aber da gibt es natürlich dann auch wiederum Unterscheidungen im Neubau, die wir dort faktisch eigentlich nicht momentan haben, weil kaum da keine Projekte eigentlich auf den Markt kommen oder gebaut werden, keine Grundstücke da. Natürlich den Bestandswohnungen, die dort mal immer wieder auf den Markt kommen, aber auch sehr selten. Da ist eigentlich immer ein Mangel an Angebot, wie im Gesamtmarkt, aber natürlich in den innerstädtischen Lagen insbesondere. Und da können Sie natürlich schon einkaufen, ich sage mal ab 15.000 Euro im Bestand, würde ich mal so aus dem Bauch heraus sagen. Darunter kriegen Sie da also eine Wohnung, die einen gewissen Standard hat, mit Sicherheit nicht. Und es geht dann rauf bis 25.000 im Neubau. Kann es dann auch gerne mal natürlich dann immer die Top-Wohnung im Dachgeschoss mit dem Top-Blick dann auch vielleicht auch mal raufgehen bis 28.000, 30.000. Aber das sind natürlich die Extrementwicklungen im Neubau, im gesamten Stadtgebiet in München sprechen wir dann eher so momentan so von Preisen zwischen 8.500 bis 9.000. Also das ist dann das gesamte Stadtgebiet, wobei es da überwiegend natürlich eher in den Randlagen Objekte gibt. Das heißt, also da ist die Gewichtung natürlich dann auch eher in den B- und C-Lagen anstatt in den A-Lagen. Ja. Also im innerstädtischen Bereich, in den typisch nachgefragten Lagen wie Schwabing, Haidhausen, Neuhausen, Nymphenburg, Bogenhausen oder Lehel, Glockenbach oder was ich, innerstädtisch kriegen Sie eigentlich nichts mehr unter 10.000 Euro auf dem Quadratmeter im Bestand. Dann im Neubau geht es natürlich dann weitaus noch drüber. Das heißt, da bin ich mit einer Dreiviertelmillion bis zwei oder so locker dabei, wenn ich da eine einigermaßen große Wohnung. Ja, also ich sage immer grundsätzlich mal, in München werden Sie auch in den Nicht-Top-Lagen nichts mehr finden, sage ich mal, für eine Familie, wo man davon ausgeht, vier Zimmer brauchen die, irgendwie 100 Quadratmeter, zwischen 90 und 100 Quadratmeter, unter 740.000 Euro, werden Sie da auch in den Randlagen nicht fündig werden. Ja.
Das ist schade, weil wir eigentlich eine Nachfrage natürlich von den durchaus Gutverdienern haben, die wir aber die kein oder weniger Eigenkapital haben und die natürlich bei diesen Preisen auch nicht mehr einsteigen können. Also wer kauft da zum Schluss? Im Endeffekt kaufen die Leute, die sich vergrößern wollen, verbessern wollen, das heißt, die bereits schon Immobilieneigentum haben oder das Eigenkapital darstellen können, entweder über eine Erbschaft oder über eine Schenkung. Also entweder Immobilieneigentümer oder ja, Erbengeneration. Ja. Also eine andere Käuferschicht haben wir aktuell eigentlich nicht mehr, weil selbst derjenige, der jetzt mal ein Beispiel, was weiß ich, gut verdienend, sechsstellig mit Familie hier zugezogen ist, Anfang der 30er vielleicht und sagt, okay, er möchte mit zwei Kindern hier eine Wohnung, der tut sich schwer, das Eigenkapital darzustellen. Und die Banken sind dann doch restriktiv. Und gut, die Nachfrage ist trotzdem groß, weil es noch genug Menschen gibt, die sich hier verbessern wollen oder die mit Eigenkapital bereits kommen. Aber es ist schade, weil wir eigentlich so die Eigentumsquote in München nicht erhöhen können. Natürlich, weil das Preisniveau zu hoch ist und weil das Angebot auch fehlt für, sage ich mal, im Preisbereich um die 500.000 oder so etwas. Das könnte ja durchaus im Umland sein mit einer guten infrastrukturellen Anbindung, öffentlicher Anbindung oder da gibt es schon Möglichkeiten, aber da fehlt es einfach an Ausweisung von Bauland, da fehlt es an Kreativität, um letztendlich auch in einem mittleren Segment irgendwo niedrigpreisig, wenn wir es sowieso nicht mehr anbieten können, aber um im mittleren Preissegment für die Mittelschicht, die berühmte, etwas zu schaffen. Aber bleiben wir nochmal bei den Preisen und bei den Käufern. Sind das dann Selbstnutzer oder sind das Kapitalanleger? Also wir haben natürlich einen Großteil Selbstnutzer aktuell am Münchner Markt bei dem Preisniveau, aber es gibt auch immer noch den einen oder anderen, der sagt, ich traue dem Euro nicht, ich traue den Aktien nicht, ich traue, was weiß ich, niemanden. Ich investiere gerne in Immobilien, auch wenn es keine Rendite bringt. Ja, wo liegen wir in der Rendite? Naja gut, Renditebetrachtung in München, wenn Sie was kaufen, die kann man eigentlich relativ vergessen. Die ist vielleicht auf dem Papier zu rechnen zwischen 1,5 und 2%. Aber am Ende des Tages, wenn Sie sich nicht in die Tasche lügen und ehrlich rechnen, ist dann eine Rendite ja nur in Idealvoraussetzungen noch zu erwirtschaften. Also vielleicht, wie gesagt, im Wohnen zwischen 1,5 und 2%, je nachdem, was man jetzt als Rendite ansetzt, ein Mehrfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung und dann die umlegbaren Kosten noch berücksichtigt oder die nicht umlegbaren Kosten und die Nebenerwerbskosten mit einkalkuliert oder auch nicht. Also das ist Rendite am Münchner Immobilienmarkt ist schwer zu erwirtschaften. Das ist das Geldbunkern hier sozusagen. Das ist letztendlich das, ich sage mal, Umwandeln von Geld in Steine. Aber da spielen institutionelle oder größere Investoren keine Rolle mehr oder geben die sich auch mit einem Prozent in München zufrieden? Selbstverständlich, der Anlagedruck bei Institutionellen ist auch da, wobei die eine Mischkalkulation haben, die sagen halt, okay, wir kaufen, was weiß ich, irgendeine Pensionskasse, wir kaufen halt in München was wegen der Stabilität und wir kaufen halt dann woanders was, was eine höhere Rendite abwirft und mischen das dann zusammen und haben dann unsere, keine Ahnung, 3,5%, was wir unseren Kapitaleinlegern garantieren müssen oder anbieten müssen. Ja. Aber auch die Institutionellen kaufen noch, aber auch die wissen, dass sie in München letztlich nichts mehr wirklich mit der Immobilie verdienen im laufenden Prozess. Aber auch da geht es um Kapitalerhalt, um Investitionen. Und was wollen sie machen, wenn sie Beiträge haben, Versicherungsbeiträge, Rentenbeiträge, die laufen. Das sind laufende Einnahmen, die müssen sie irgendwann investieren. Das heißt, sie müssen irgendwann mal in irgendein Produkt gehen. Ja. Und natürlich geht man dann auch gezwungenermaßen in die Top-Standorte in Deutschland und zu denen gehört natürlich München auch wenn man da keine Rendite mehr erwirtschaftet. Das heißt, wir werden auch mal irgendwann Negativrenditen als Beimischung sehen hier. Ja, also gut, vor 3-4 Jahren hätte noch keiner gesagt, dass wir negativ Zinsen kriegen. Daran haben wir uns langsam gewöhnt und gut, ich will jetzt nicht sagen, dass bei Immobilien das auch kommt, aber dass man mit Negativrenditen einkauft, ja. Aber wenn man sich richtig, wenn man es genau betrachtet, wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen. Also ja, gut, das Preisniveau ist jetzt schon so hoch, viel mehr
das haben wir schon so oft gesagt, aber ich glaube trotzdem dran, dass es irgendwann mal ein Ende haben wird. Vielmehr werden wir nicht haben. Wobei die momentane Entwicklung eigentlich so ist, dass wir Preissteigerungen noch sehen aktuell am Markt. Trotz Corona. Trotz Corona oder ich würde sogar sagen wegen Corona. Also es gibt bestimmt einen Corona-Effekt, der dazu beiträgt, dass die Preise nochmal steigen, weil die Leute natürlich am Ende des Tages sich überlegen, gut, wo investiere ich mein Geld oder was, wenn ich nicht mehr in Urlaub fahren kann, ich kann nicht mehr ins Restaurant gehen, ich brauche mir nicht auch unbedingt was Neues zum Anziehen kaufen, weil ich kann sowieso nicht raus, dann sagen die, okay, dann mache ich es mir halt zu Hause schön, ne? Oder optimiere mich. Und das sehen wir sehr oft, dass die Leute jetzt sagen, sie investieren jetzt lieber nochmal in ihre Immobilie mit dem Geld, was sie haben, vergrößern sich oder verschönern sich. Also davon profitieren die Baumärkte genauso wie der Immobilienmarkt. Ja? Also das sieht man ja auch da. Ne? Okay, also schön für die Investoren, dass es klappt. Auf der anderen Seite der Fahnenstange sozusagen sind die Mieter. Über welche Mieten reden wir aktuell? Vom Zentrum bis zum Rand oder im Durchschnitt? Na gut, also in München haben wir von den Mieten her ein recht breites Spektrum immer noch. Es gibt durchaus noch Mietwohnungen, auch die wir im Angebot haben, die vermietet werden um die 14 Euro. Also es ist nicht so, dass es da drunter sozusagen, man sagt ja immer, die Mieten sind schon bei 18 oder klar, in den begehrten Lagen, wie Lohmlich da, wie Schwabing, Heidhausen, was weiß ich, die Bogenhausen, klar, da sind da die Mieten, da vermieten sie dann auch die Bestandswohnungen schon für 18, 19 Euro und kriegen im Neubau natürlich dann vielleicht auch 25 oder in der exklusiven Immobilie vielleicht auch noch mehr. Aber es gibt durchaus noch Angebot im Raum München, sage ich mal, um die zwischen 14, 15 Euro. Die Vermietung ist nicht so, dass die jetzt so extrem gestiegen oder die Preise so gestiegen sind oder die Nachfrage so extrem hoch ist, wie es im Verkauf oder im ist. Also Vermietung würde ich jetzt aktuell sagen, wir vermieten ja auch relativ viele Wohnungen im Jahr durch unsere Vermietungsabteilung, aber es ist nicht so, dass die sagen, der Markt ist da wahnsinnig schnell. Also da ist durchaus die Nachfrage verhaltener. Aha, was ist so eine durchschnittliche Vermietungsdauer von einer Wohnung? Kann man das so benennen? Na gut, es kommt natürlich darauf an, was Sie da, wenn Sie was Exklusives haben, kann das schon mal ein bisschen dauern, bis Sie den richtigen Mieter gefunden haben. Ja. Dann haben Sie den Mietpreis aber wesentlich zu hoch angesetzt, weil da finden Sie letztendlich am Ende des Tages vielleicht gar keinen. Also eine Vermietung muss eigentlich abgewickelt werden können innerhalb von 2 Monaten. Von der ersten Aufnahme des Objekts bis zur Übergabe. Das ist so unsere Vorgabe im Prozess. Klar gibt es mal das ein oder andere, was dann vielleicht auch ein bisschen länger liegt, weil es einfach sag ich mal, zu hochpreisig ist und der Vermieter einsehen muss, dass er den Preis vielleicht jetzt nicht mehr bekommt. Also ich glaube, dass im Hochpreissegment in der Vermietung schon deutlich sichtbar wird, dass es da den ein oder anderen gibt, der vielleicht früher eine Miete bezahlt hat, aber jetzt nicht mehr. Ja? Also weil wir haben ja natürlich die Wirtschaft, also die ganzen internationalen Unternehmen hier in München, die sonst ihre Mitarbeiter rekrutiert haben aus dem Ausland, die dann auch bereit waren, Mieten zu bezahlen, die sonst keiner bezahlt hat. Die stellen ja momentan auch diese Leute nicht mehr ein. Das heißt, also wir haben keine Expats im Endeffekt, die irgendwo projekttechnisch oder mal nach München kommen und hier bleiben mal. Also im möblierten Wohnraum sieht man das natürlich, dass da auch es nicht mehr so einfach ist, diese Maximalmieten zu erzielen. Wie viel Mieteranteil haben wir im Markt insgesamt in München geschätzt? So? Na gut, der Mieteranteil ist ja wie in allen Großstädten in Deutschland relativ hoch, leider. Also wir haben leider eine schlechte Eigentumsquote generell in Deutschland und ich glaube, wir haben hier in München eine Mieterquote von 70%. Ach doch, oh, so viel, okay. Cool. Leider, und das ist natürlich, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber die letztendlich unterscheidet sich nicht so sehr von anderen Großstädten. Leider. Berlin hat die schlechteste oder die geringste Eigentumsquote. So rum. Ich glaube, die haben nur 20% Eigentümer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber die, wie gesagt, in München sind wir ein bisschen besser, aber leider auch nicht okay. Wirklich
signifikant. Man mag es ja kaum glauben, aber Berlin und München eint ja zum Beispiel eins, dass die Mieterschaft in beiden Städten das Gefühl hat, der Druck ist zu hoch geworden. Es gab ja unlängst ein Volksbegehren, was vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof abgeschmettert worden ist in letzter Instanz. Können Sie das verstehen? Ja, selbstverständlich. Es ist eigentlich ein Eingriff natürlich in das Eigentumsrecht. Das ist ganz klar verfassungswidrig. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt seit über 30 Jahre in der Immobilienbranche aktiv und ich glaube, es gab noch kein Jahr hier in München, wo nicht in der Zeitung stand, dass die Mieten zu hoch sind. Also die Mieten waren immer schon gefühlt zu hoch. Ich sag mal, gegen hohe Mieten hilft eigentlich immer nur eines, mehr Angebot. Weil, warum sind die Mieten so hoch gegangen? Ja, weil einfach kaum Ware da war. Das ist wie Angebot und Nachfrage bestimmt auch da den Preis, wenngleich dieser Markt ja so ohnehin reguliert ist. Also es ist nicht beliebig, eine Bestandswohnung können Sie nicht beliebig von der Miete steigern und so weiter und so fort. Also es ist ja ohnehin Regulierung. Und jetzt durch die aktuelle Gesetzgebung mit dem Mietendeckel und allem sind wir ja ohnehin begrenzt. Also das heißt, ein Mietenstopp würde dann natürlich nochmal ein sozusagen viel, viel weitergehender noch sein und wirklich die Eigentumsrechte extrem beeinträchtigen. Sowas kann gar nicht zulässig sein. Aber seien wir noch mal ehrlich, ja, irgendwann ist eine Stadt voll. Ja, München leidet ja jetzt schon unter Verdichtungsschmerz. München bemüht sich zu verdichten, aber es scheitert irgendwann an Flächen, dann scheitert es an Infrastrukturen, dann scheitert es an Bürgerwiderständen. Also irgendwann ist eine Stadt voll, auch physisch. Ja, so. Gut, das ist natürlich ein Unterschied zu Berlin. Berlin ist vom Stadtgebiet natürlich wesentlich größer. In Berlin können Sie auch noch, finden Sie innerstädtisch auch noch jede Menge Grundstücke, die halt aus welchen Gründen auch immer nicht bebaut werden. Teilweise aus Spekulationsgründen. Das haben sie in München nicht oder nur sehr selten. Also gibt es vielleicht ein paar Beispiele, die man finden kann, aber ganz wenig, was letztendlich in München noch entwicklungsfähig ist an innerstädtischen Grundstücken. Das Thema ist aber, dass das Stadtgebiet München einfach an den Grenzen gerät durch das Stadtgebiet. Das Stadtgebiet ist viel, viel kleiner und hat natürlich dann auch nicht die Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und da haben wir das eigentliche Problem, nämlich das kommunale Planungsrecht, was sozusagen solches Wachstum eigentlich behindert oder organisches, gesteuertes Wachstum behindert. Weil jeder Umlandbürgermeister sagt natürlich, ich bin gewählt hier, dass alles so bleibt, wie es ist. Dementsprechend werde ich einen Teufel tun und hier ein neues Bauland ausweisen. Ja, dagegen werde ich mich bis zuletzt wehren. Und wenn die Stadt das noch so will, und wenn ich vor den Toren hier in der Stadt München bin, dann interessiert mich das eigentlich nicht, weil die Bürger, die hier wohnen, die wollen das Gleiche wie ich, nämlich die wollen hier, dass nichts sich verändert. So gesehen findet natürlich kein Wachstum statt. Ja, und was wäre der Ausweg? Der Ausweg wäre eigentlich eine Reform des kommunalen Planungsrechts. Man müsste eigentlich, und das gilt nicht nur für München, sondern das gilt für eigentlich jede Metropolregion in Deutschland, diese kommunale Planungsrecht abschaffen und umwandeln in ein Metropolplanungsrecht. Das heißt, dass man sagt, eine Metropolregion muss entwickelt werden, natürlich nicht nur vom baurechtlichen her, sondern auch vom infrastrukturellen, auch die ganzen anderen Themen, die mit zusammenhängen, müssten da wesentlich übergreifender oder auf eine Metropolentwicklung abgezielt getroffen werden. Aber na, wenn wir uns das mal in der Realität ansehen, das Einzige, was ja wirklich schnell geht, sind ja, ich sag mal, mieterfreundliche Gesetzgebung, Stichwort Umwandlungsverbot, ja, können wir nochmal drauf. Aber das heißt doch aber, wenn wir das zu Ende denken, müssen wir ehrlich sein, machen wir uns nichts vor, für den Polizisten und die Krankenschwester wird es in München irgendwann eng, ja, wie in jeder Stadt. Aber daran ändert ja auch das Umwandlungsverbot nichts. Nö, aber, also, letztendlich wird dadurch auch keine Wohnung entstehen. Im Gegenteil, es werden vielleicht weniger Investoren bereit sein, auf den Wohnungsbau zu setzen, wenn diese Regulatorik weitergeht, so wie sie bislang der Fall war. Aber das heißt, irgendwann München ist tatsächlich für vorsichtig formuliert gehobene Einkommensklassen in der inneren Stadt mehr oder weniger nur noch zugänglich und leistbar. Das ist doch eigentlich ein Naturgesetz, oder? Und das ist letztlich ist so, insofern wir, wie gesagt, da keine Alternativen schaffen in den
Es wären Möglichkeiten da. Wir haben den S-Bahn-Ring um München herum oder die S-Bahn-Linien. Wenn man sich da mal die Mühe macht und mal sich da reinsetzt und dann mal aussteigt an jedem Bahnhof und sich nur vom Bahnhof mal umschaut oder vom Bahnsteig mal umsieht, was es da noch an Flächen gibt, die sozusagen nicht bebaut sind, direkt am S-Bahnhof, dann wird man feststellen, dass es da viele S-Bahn-Haltestellen gibt, die noch Potenzial bergen vorhalten. Aber das wird halt nicht erschlossen, weil die Gemeinden dort sagen, sie wollen das nicht. Ja, und solange das so ist, werden wir auch kein, sage ich mal, das Wohnungsproblem im Großraum München oder, weil wir sprechen immer vom Wohnungsproblem in der Stadt München. Das werden wir nicht lösen hier in der Stadt, sondern das werden wir, wenn lösen können, gemeinsam mit dem Umland, also in der Metropolregion. Vielleicht muss man auch die Verbindungen einfach besser machen, dass zum Beispiel Augsburg, und das ist ja jetzt schon so, zum Beispiel bei Augsburg ist es ein gutes Beispiel, man kann durchaus in Augsburg wohnen und in München arbeiten, das funktioniert. Ja. Aber die Politik beschreitet ja eigentlich andere Wege. Interessanterweise auch hier hat München wieder eine Gemeinsamkeit mit Berlin. Es gibt eine Erhaltungssatzung. Ja, ja gut, die Politik letztendlich denkt in Mehrheiten und die Mehrheit sind nun mal die Mieter, und zwar die überwiegende Mehrheit. Das werden wir immer, diese Politik werden wir nicht ändern können letztlich. Im Endeffekt denkt da keiner in Generationen, sondern man denkt in kurzfristig zu erzielenden Wählerstimmen. Ja. Naja, die Frage ist natürlich, welche Folgen so eine Politik hat. Sie haben ja in München auch das Modell der SOBON, ja, der sozial gerichteten Bodennutzung. Und der Oberbürgermeister Reiter hat es, glaube ich, mit Amtsantritt zu einem seiner hervorragenden Politikschwerpunkte gemacht. Es gab jetzt wieder eine neue Runde, die SOBON ein Stück weiter zu drehen. Was macht das mit dem Markt? Na gut, es verteuert natürlich den Markt letztlich, weil diese Wohnungen dem freien Markt entzogen werden, die da entstehen. Über wie viel reden wir jetzt? Wie viel wollen Sie? Ich glaube, 40% ist der aktuelle Anteil, wenn Sie neuen Wohnraum schaffen, müssen Sie 40% in der sozialgerechten Bodennutzung zuführen. Grundsätzlich mal ist es ein Instrument, was ich jetzt nicht verteufeln will. Es ist nicht so, dass ich sage, das ist ein schlechtes Instrument. Man kann das benutzen, aber es letztendlich hilft auch das nur bedingt, letztendlich günstigen Wohnraum zu schaffen. Ja. Der große Wurf wird dadurch nicht gelingen. Der große Wurf wäre eine Reform des kommunalen Planungsrechts. Aber der Druck auf den Kessel wird weiter steigen, sozusagen. Der Druck auf den Kessel wird weiter steigen, klar. Wir haben natürlich die Nachfrage, die da ist, wird vielleicht jetzt durch die Krise, die Wirtschaftskrise, die nach der Corona-Krise kommen wird, wie so sicher wie das haben in der Kirche, wird es vielleicht ein bisschen weniger, wobei die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte oder wenn man sich das mal historisch anschaut, ist natürlich, dass aus solchen Krisen dann letztendlich die Metropolregionen oder die Städte, die Top-Städte natürlich gestärkt hervorgegangen sind am Ende des Tages. Das heißt, und das auch eher so Randlagen, also das ist wie in den Lagen auch, die Top-Lagen steigen dann teilweise in der Krise sogar und die B-Lagen fallen. Ja? Also vielleicht stagnieren die Preise in den Top-Lagen mal, aber so wirklich fallen werden sie im Regelfall nicht. Sie haben sich doch in einer anderen Art und Weise, ich sag mal, zu den B-Lagen letztens positioniert. Mhm. Da ging es ja um städtebauliche Fragen. Ja, wir haben ja aufgrund dieser Preissituation auch das Dilemma, dass wir versuchen müssen, halt preiswert zu bauen. Und preiswert bauen heißt natürlich auch Abstriche an Qualität der Architektur, an städtebaulichen Themen, oder? Das muss nicht unbedingt einhergehen. Also Abstriche an Architektur oder an den städtebaulichen. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt beschreiben, dass man sagt, wir müssen jetzt billiger bauen. Wir können, sondern man kann auch durchaus preisbewusst, aber hochwertig bauen. Also ich glaube nicht, dass man, sagen wir mal, mit Containern arbeiten sollte oder irgendwelche Ständerbauweisen, auch wenn das manchmal von der Stadt München letztendlich propagiert wird. Muss man mal sehen, ob diese Sachen dann in 20, 30 Jahren immer noch so nachhaltig und werthaltig sind, wie sie heute propagiert werden. Also
Es gibt gute Architektur, es gibt gute Architekturlösungen. Ich glaube, wir müssen dichter bauen. Das ist das grundlegende Thema. Also das ist das, was ich nicht verstehe. Man baut sehr kleinteilig und im Endeffekt solche Stadtviertel, wie sie in Schwabing, Haidhausen, Bogenhausen teilweise stehen, die würde man heute nicht mehr bauen, weil sie die Abstandsflächen oder irgendwelche sonstigen Grünflächenverordnungen nicht einhalten. Aber das ist das, wo die Leute wohnen wollen. Die wollen letztendlich in diesen dichten Hinterhöfen, in den dichten, in der Kommune, in der, die wollen eigentlich in so Vierteln wohnen wie Schwabing, Haidhausen. Ne? Aber sowas wird nicht gebaut. Stattdessen baut man jedes Haus mit einem einzelnen Grün herum. Das ist ja alles schön und gut, aber wenn ich sage, ich will urbane Gebiete entwickeln in einer Großstadt, dann sollte ich mich vielleicht mal, zurückerinnern, wie haben es unsere Großväter getan. Und heute könnte man das ja noch viel besser machen. Heute könnte man den ganzen Straßenverkehr unter die Erde bringen. Man könnte die ganzen Parksituationen unter die Erde bringen, was in Schwabing und Haidhausen die Probleme sind. Aber letztlich die Dichte, die man sich da abschauen kann bei dieser Art der Stadt, ja, das ist eigentlich die Urform der urbanen Stadt, diese Altbauten, die nimmt man sich leider nicht zum Vorbild. Sondern wenn Sie heute irgendwelche Neubaugebiete sich anschauen, da wird dann alles mit, hier muss ein Spielplatz hin und da muss noch eine Grünanlage und was ich. Und dass man sagt, okay, man macht das alles dichter und höher und dafür macht man eine schöne Parkanlage zwischenrein. Das ist das, was die Leute eigentlich wollen. Die wollen ja, weil wer nutzt schon diesen Spielplatz vor der Tür, ja, der sowieso nach ein paar Jahren verwildert ist, weil sich keiner drum kümmert. Und dann fehlt natürlich auch, wenn diese Dichte nicht da ist, fehlen natürlich dann auch die Angebote, die vielleicht wichtig wären, Nahversorgung, Gastronomie oder auch Gewerbe kann man ja auch integrieren zum Teil. Und das ist schade eigentlich, weil da hätten wir die Blaupausen, die muss man sich nur anschauen. Ja? In jeder Stadt gibt es diese Viertel, die sind die begehrtesten, die teuersten Viertel, aber wenn Neubaugebiete gebaut werden, wird so nicht gebaut. Ja, sondern man baut entsprechend den neuesten Bauvorschriften, natürlich jeder für sich, am besten noch in Baufeldern. Und schade drum. Schade um den Platz. Das heißt, es wäre weniger eine durchmischte Stadt als mehr eine urbane Stadt. Ja, diese urbanen Städte, sage ich mal, sind ja das, was die Leute wollen. Das vergessen die Stadtentwickler immer, dass sie eigentlich, und das sind die Viertel, die angesagt sind. Das sind die Viertel, wo das Leben ist, wo jeder am Wochenende hinfährt. Natürlich ist so eine urbane Stadt dann vielleicht auch laut und natürlich hat man dann vielleicht Gewerbe neben Wohnen und natürlich hat man dann die Themen, die in solchen Altbauvierteln sind. Aber gut, da haben wir jahrzehntelang, jahrhundertelang Erfahrung. Es ist nicht unbedingt, und es hat die Leute auch nicht abgeschreckt, diese Wohnungen zu kaufen oder zu mieten, oder das sind die Wohnungen, wo die höchsten Mietpreise erzielt werden. Das heißt, wir brauchen eine Art neue Gründerzeit. Sie haben ja gesagt, gefällige Fassaden statt gesichtsloser Häuserblocks. Genau, also natürlich muss man jetzt nicht alles historisierend von der Fassade her machen, aber die Grundidee dieser urbanen Stadt oder dieser Altbauten, die kann man natürlich mit den Hinterhöfen und diesen Situationen, die würden heute gar nicht mehr genehmigungsfähig sein, weil sie sagen, Belichtungssituation ist nicht, funktioniert nicht. Ja, wir haben ganz viele Vorschriften, die letztendlich dagegen sprechen. Feuerwehr und alles Mögliche. Also sie können ja heute gar nicht mehr so bauen oder dürften nicht mehr so bauen, was schade ist, weil wir uns mit diesen ganzen Vorschriften natürlich diese Möglichkeiten genommen haben. Ja. Vielleicht nochmal abrundend, Sie haben in Ihrem Marktbericht dargelegt, wie die Steigerungsraten bei den Preisen sind, Bodenpreise, Mietpreise, Kaufpreise. Wie wird es jetzt weitergehen? Welchen Einschnitt wird Corona bringen? Wird es einen bringen oder ist es bloß ein kurzer Stopp? Oder? Na gut, also aktuell bringt Corona eher die Preissteigerungen, oder das muss man ganz deutlich sagen, weil die Menschen natürlich sagen, haben wir ja vorher schon gesagt, wir wollen uns verbessern oder veroptimieren. Und dementsprechend ist die Nachfrage nochmal gestiegen und damit auch die Preise. Natürlich wird es irgendwann mal, wenn es jetzt vielleicht im nächsten Jahr
wir wirtschaftlich auch deutlich sichtbar sehen, dass es Einschläge gegeben hat und einige Branchen sagen wir, wirklich in Schwierigkeiten kommen werden, wird es natürlich irgendwelche Auswirkungen auch auf die Immobilien haben. Ich glaube daran, dass wir das dann vielleicht sehen werden in B-Lagen. Vielleicht sehen wir auch eine Stagnation in den A-Lagen. Das ist nicht auszuschließen, aber momentan ist es nicht der Fall. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass eigentlich der Immobilienmarkt in München sehr robust ist und dann letztendlich solche Stagnationen vielleicht über einen gewissen Zeitraum dann mal anhalten, aber auch in den Top-Lagen trotzdem noch eine Preisentwicklung zu erkennen ist. Okay. Machen wir es ganz anders. Ich habe mir mal Ihre Website natürlich logischerweise angeschaut. Und was mich ein bisschen überrascht hat, ist, Sie führen dort also ganz genau auf, wie viel Verkäufe Sie machen, wie viele Kaufanfragen Sie machen, wie viele Besichtigungen Sie durchführen. Das ist ja für Maklerhäuser eher eine ungewöhnliche Transparenz. Wie kommt denn das? Ja gut, wir setzen schon seit einigen Jahren voll auf Transparenz, weil wir es uns leisten können. Das ist der Grund und das ist sicherlich auch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren Konkurrenten, weil wir einfach zeigen, was wir machen. Ab wann kann man sich das leisten, Transparenz zu zeigen? Wenn man eine gewisse Größenordnung hat. Ja. Und wir sind nun mal der Maßstab in München, darf ich sagen, vielleicht für im Maklerbereich. Also im Wohnimmobilienbereich und da kann man sich dann die Transparenz leisten. Okay. Sagen Sie mal, so die Immobilienwirtschaft ist ja gerade sozusagen nicht generell wohlgelitten. Ja, so. Und an der Spitze der Hitliste, so gleich hinter der Deutschen Wohnen, kommt ja da bei dem Mangel an Sympathie der Makler. Wieso sind Sie eigentlich Makler geworden? Oh, gute Frage. Warum bin ich Makler geworden? Ich habe sehr jung, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, angefangen. Nein, ich habe eigentlich kam ich dazu über das Thema der Verwaltung, über das Thema der Immobilienverwaltung. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Verwaltung, die buchhalterische Tätigkeit dann doch nicht mein Ding ist, sondern eher der Vertrieb oder Verkauf von Immobilien. Und dann hat sich so ergeben, dass ich natürlich dann mit 21 damals mein Maklerbüro gegründet habe. Wir werden jetzt 30 Jahre alt, das Unternehmen eigene Immobilien. Und es gibt natürlich, wenn man es genau betrachtet, in jeder Branche letztendlich schwarze Schafe. Und dann wird man beim Autohändler genauso fündig wie beim Bäckermeister, der dann vielleicht irgendwie die Schaben in der Backstube hat oder irgendwo. Also grundsätzlich gibt es Skandale in jeder Branche. Der Makler ist eigentlich eine ehrliche Haut im Endeffekt, weil er eigentlich nur Geld bekommt, wenn er korrekt ist, wenn er einen Erfolg herbeiführt. Das heißt, er verdient sein Geld nur, wenn zwei zum Notar gehen und eine Urkunde erstellen. So gesehen ist sein Lohn dann natürlich recht hoch, aber man muss bedenken, er bekommt ja nicht jedes seiner Tätigkeiten entlohnt. Das heißt, das Erfolgshonorar, was der Makler dann bekommt, ist auch eine Entlohnung für seine sozusagen Bemühungen, die in anderer Sache umsonst waren. Das ist natürlich dann immer schwer für denjenigen nachzuvollziehen, der dann den Lohn am Ende bezahlen muss. Ja? Deshalb nenne ich es auch ungern Lohn, sondern Erfolgshonorar. Und ein Erfolgshonorar kriege ich halt nur dann, wenn ich was erfolgreich vermitteln kann. Ja? Vieles machen wir auch ohne unsere Bemühungen. Maklers Mühe ist oft umsonst, sagt man. Ja? Und wenn wir sehen, wie viele Termine wir durchführen, Besichtigungen zum Beispiel von Wohnungen, also wir haben die Zahlen ja auch sehr transparent auf unserer Webseite, wir verkaufen so im Schnitt um die 500 Objekte im Jahr und haben aber ungefähr alleine nur die Besichtigungen mit Kaufinteressenten sind, glaube ich, aktuell 5.500 im Jahr. Also 1 zu 10. Genau, ja, okay. Genau. Also das heißt, nur jede zehnte Besichtigung letztendlich führt wirklich zu einem
Erfolg. Und wenn man den Einkaufsprozess, also die Beschaffung dieser Immobilien und die Aufbereitung und all diese Themen sieht, dann sieht man, dass man da doch viel Arbeit hineinstecken muss, um einen einzelnen Verkauf dann zu tätigen. Ja, und das ist, wird oft vergessen. Wissen Sie noch, was Ihre erste Vermietung war? Die erste Vermietung, oh, ich glaube, das war ein Apartment damals. Also das war nichts Spektakuläres, 22 Quadratmeter irgendwo. Ich müsste es raussuchen, ich habe vielleicht die Daten noch irgendwo. Und der erste Deal? Ja, also sagen wir mal, das waren auch so damals ganz konventionelle Wohnungen. Ich glaube sogar, das war eine Wohnung, die wurde von jemandem, heute sagt man Fix und Flip dazu. Das sind die Leute, die dann damals schon auch Wohnungen aufgekauft haben und also Renovierungsbedürftige und dann wieder weiterverkauft haben. Damit konnte man damals schon in den 90ern gutes Geld verdienen. Das war auch, glaube ich, so ein Objekt mit 2-3 Zimmern, also viel mehr war es nicht. Waren damals aber auch schon hohe Preise, verhältnismäßig für die Zeit. Das ist natürlich im Rückblick immer betrachtet günstig, aber gut, das wissen wir. Das ist immer, das letzte Jahr war immer günstiger als das nächste. Und was ist das Ziel von eigener Immobilien für die nächsten 10 Jahre? Gut, wir sind hier im Raum München schon relativ, mit unserem Marktanteil schon relativ gut, wenngleich der Markt noch sehr fragmentiert ist. Also das heißt, es gibt viele Marktteilnehmer und man teilt sich so einen Kuchen oder kleine Kuchenkrümel, sage ich immer dazu, mit vielen anderen Marktteilnehmern. Und wir wollen eigentlich noch ein paar Krümel einsammeln, sagen wir mal so, und wollen vielleicht im Großraum München hier in der Metropolregion noch ein bisschen wachsen. Gut, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück dabei, sozusagen ein großes Stück vom Kuchen aus den ganzen Krümeln zu formen. Und herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne. Dankeschön. Das war der Immobileros-Podcast von Immocom, zu hören unter www.immobileros.de und auf allen bekannten Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Michael Rücker.